Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge Imperator Rom. Es gab ein Patch und dadurch war leider der Spielstand nicht mehr ladbar. Jetzt wollte ich das ungefähr auf diesen alten Spielstand spielen. Jetzt ist mir zwischendurch aufgefallen, wir haben viele Neuigkeiten. Oder es wurde einiges reingepatcht. Ja, und dementsprechend wollte ich jetzt mal mittendrin schon mal zeigen, was alles reingepatcht wurde. Ich meine, wir sehen ja, wir sind im Anfangsgebiet. Diesen Nachbarn habe ich diesmal am Anfang eine Gelegenheit gehabt, den zu erobern. Das habe ich auch gleich genutzt. Eigentlich wollte ich wie im alten Spielstand hier runter. Naja, wir haben definitiv die diplomatischen... Oh, die haben jetzt gerade nicht viele Diplomatien. Ist eigentlich eine Möglichkeit, die mit zu erobern. Aber wenn man jetzt auf den hier schaut, die haben schon ein Verteidigungsbündnis oder eine Liga und etliche Verbündete. Die gucken wir uns gleich mal genau an, ob wir die erobern können. Aber jetzt erstmal zu den Neuigkeiten, was ich gesehen habe, was alles reingepatcht wurde. Wenn man jetzt so Provinz anklickt, wir haben jetzt andere Aufteilungen. Zwei Import, hier, Routen, so heißt es genau. Und die haben wir von Anfang an. Wir haben noch keine dazu bekommen. Dann haben wir aber zum Beispiel hier die Möglichkeit über militärische Macht die Infrastrukturen zu investieren, wo wir jetzt zum Beispiel Loyalität durchbekommen und Bevölkerungsproduktion bis Spielende. Das gleiche geht auch über die zivile Macht und auch nochmal über die Diplomatie. Also bei der Zivilmacht bekommen wir dann einen Bauplatz zu, können wir ein weiteres Gebäude hinsetzen und da bekommen wir wieder eine weitere Importroute. Und über die Religion bekommen wir dann eigentlich auch hier Staatsreligion plus 3% Zufriedenheit. Wir nehmen unsere Hauptstadt. Ich baue das jetzt einfach schon mal aus, was wir können, einfach mal zu sehen. Ich hoffe, wir sehen es noch bis zum Ende hin. Er baut es aus. Hier kann man auch Stadtentwicklung irgendwie koordinieren. Dafür haben wir leider im Moment noch nicht genügend zivile Macht. Ich hoffe, wir haben die gleich, weil wir auch einmal reinschauen können. Bewohner wird hier einem angezeigt. Genau, kaltes Klima. Klima ist jetzt auch relevant, sage ich mal, in dem Spiel. Gebäude ist klar, ist immer noch das gleiche. Taktiken. Ja, hat man nur mal eine einfachere Übersicht, wie viele Truppen da sind. Verteidigung und so weiter und so fort. Dann ist mir aufgefallen, was auch neu ist. Wenn man jetzt irgendeinen Charakter nimmt, hat man bei dem jetzt nicht. Moment, nehmen wir mal einen anderen. Sind alle gerade zufrieden. Die haben doch hier teilweise Intrigen und so weiter. Ja, wir nehmen hier Arbeiterklasse nochmal zwei mehr. Schadet nie. Gibt's doch gar nicht. Da haben wir es jetzt mal. In Möglichkeiten investieren. Verliert Loyalität, wenn wir sie jetzt versuchen zu überzeugen, dass er damit aufhört. Gold ist eine universelle Währung. Diejenigen, die es besitzen, haben die Aufmerksamkeit derer, die es nicht besitzen. Ja, sie will Vermögen anhäufen. Meinetwegen, habe ich nichts gegen. Dann ist auch neu, was mir aufgefallen ist, diese Charaktere kann man jetzt einzeln vor Gericht bringen. Die kann man jetzt nicht mehr einfach direkt einkerkern, man muss sie vor Gericht bringen. Und ja, wenn man Glück hat, sie gehen dann in den Bau. Hier hätten wir jetzt eine Chance von 39%. Dann ist mir aufgefallen, bei manchen steht es, oder ich bin jetzt gerade nur zu blind. Man kann Eigentum gewähren. Besitztum gewähren. Genau. Ich habe zwar noch keinen gefunden, dem ich es gewähren konnte. Aber ich denke, im Laufe der Zeit werden wir mal früher oder später einen finden davon. So, was gibt's noch Neues? Ich glaube, das war's soweit. Jetzt können wir mal schauen, ob wir hier einen Krieg ausgelöst bekommen, wobei wir einfach das Problem haben,
Die würden. Nee, der würde mitmachen, er nicht. Aber im Moment haben wir das Problem ja auch gar nicht genügend Redekunst, um diesen Anspruch zu fingieren. Ach ja, und Wetter hier. Ist grafisch auch schon mal drin, so kleinere Schneestürme. Ist wohl interessant für die Armeen, für den Verschleiß. Wenn man gerade da eine große Armee drin stehen hat, ist es wahrscheinlich sehr unpassend. Ja, die Armeen sollten sich. Ach, die können sich natürlich nicht zusammenschließen, weil das wieder Loyale sind, die anderen beiden nicht. Wir lassen das Heer einfach mal hier stehen. Zur Not können wir auch da mal wieder irgendjemanden als General einsetzen, wenn wir irgendeine verachtete Familie haben oder ähnliches. Meine Gold haben, machen wir im Moment ja, 1,80 pro Monat. Nicht die Welt, über meinen Importwert. Auch wenn wir noch nicht so viel Handel haben. Die 10% machen da eigentlich den Braten nicht fett. Aber gut, ich sag mal, auf Dauer wird man das vielleicht schon merken über die Jahre oder man wird es wahrscheinlich nicht direkt merken, weil man nicht den direkten Vergleich hat. Aber ich denke schon, dass das über die Jahre im Spiel schon unsere finanziellen Mittel verbessert. Was haben wir denn hier schon wieder? Belohnung für Vermittler. Nachricht gekommen, es scheint, dass Schlupflöcher gefunden zu haben. Schatzkammer, ja. Riesenerhält, wir bekommen Korruption. Zivilmacht. Wir nehmen die Zivilmacht. Das habe ich eigentlich vorhin schon wieder Zivilmacht für irgendwas ausgegeben. Ich wollte doch mal hier eigentlich die Stadtentwicklung koordinieren. Okay. Ach, hier haben wir auch noch. Okay. Genau, das ist eine andere Region. Hier gibt es auch zwei Importsrouten. Aber keiner ist in der Umgebung, der mit mir handeln kann oder möchte. Anspruch kostet 202. Können wir ihm helfen? Verlierte Loyalität. Religionsmacht 25. Ja, die können wir investieren. Jetzt ist mir doch noch was eingefallen, was ich auch gesehen habe. Hier gibt es auch Spiel abhalten kann man. Wie sonst über das andere auch. Stammesmigration fördern. Zentralisierung monatlich. Bürgerzufriedenheit. Ist auch schlechter. Piraten sind auch aktiver. Und jetzt haben wir gerade einen Tod. Ich muss mal die Geschwindigkeit runterdrehen. Ich komme hier nicht ganz hinterher. Und Kriegsrat einberufen. Können wir erst 66. Ja, vielleicht schaffen wir es ja in der Folge noch. Weil darüber bekommt man auch Kriegsgründe. Ja, Überfallstrupp habe ich mir selbst noch nicht so genau angeguckt. Und dann müssen wir bei Gelegenheit auch mal. Ja. Einfach mal probieren, gucken, was da so geht. Die Ämterverteilung ist genauso wie vorher auch. Gesetze habe ich auch kein neues gefunden im Moment. Gesetze ändern müssten wir bei Gelegenheit auch mal. Aber es geht natürlich hier auf Stabilität und Redekunst. Von daher warte ich im Moment noch irgendwelche Gesetze zu ändern. Jetzt habe ich schon wieder. Also jetzt sterben wir hier gerade wie die Fliegen. Das löse ich schon mal auf, um einfach nur Geld zu sparen. Einen neuen Ältesten brauchen wir. Pack mal rein. Dann auch. Ach genau, die Technologien. Sonst hatten wir 100 sowieso viel Prozent. Jetzt ist es mittlerweile weniger. Sie ist auch schlecht. Sie hat nur 9 im Moment. Wir haben aber auch keinen besseren. Er hat aber 12 und wir haben gerade mal 90% Fortschritt. Also ich glaube, in den Technologien steigen wir nicht mehr so schnell voran, wie wir es gewohnt waren. Von daher, ja, müssen wir mal schauen, was sich so ergibt. 10, aber auch kein besseren. Lassen wir so lange drin. So. Das mal vorweg. Wie gesagt, es gab einen Patch und deswegen war der alte Spielstand leider nicht ladbar. Kolonisieren können wir im Moment auch noch nicht so viel. Städte in der Provinz? Gar nicht. Achso, da zeigt an, was noch Rebellen sind. Kann man sich einzeln aufrufen. Okay. Auch ganz interessant zu sehen. Aber bringt im Moment nicht ganz so viel.
Bündnisse haben wir voll, wir haben auch eine Verteidigungsliga, sind wir auch drin. Also so schnell greift uns dadurch keiner an. Stellen wir mal die Geschwindigkeit wieder hoch. Jetzt hat er überhaupt keinen Verbündeten mehr, nur noch Kriegsgründe. Ja, das ist natürlich die Gelegenheit für uns, einen Krieg zu beginnen. Sobald wir genügend Redekunst haben, werden wir das machen. Wir haben leider einen sehr beschissenen Anführer. Armeen haben wir auch nicht gerade viele, aber unsere Verbündeten haben bestimmt genügend. Beziehungsweise wir haben ja noch die 2000, die wir ja schon rekrutiert hatten. So, Anspruch. Jawohl. Dann müssen wir 2 Tage warten. Anfangserfahrung, jawohl. Gehen wir jetzt mal aufs Militärische kurz. Setzen wir einen General hier rein. Wie alt ist sie? Zu jung, zu jung. Ich würde lieber einen reinsetzen, der schon relativ alt ist. Ja, steht rechts dran. 68. Loyalität sehr gering, das ist schlecht. Hat sie hier, Charisma. Ja, sie hat eine hohe Loyalität. Machen wir es nicht. Ach, wir machen es nicht. Wir sparen Gold. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ich meine, er hat 7000. Rekrutieren wir hier mal eben doch noch 2, 3 Truppen. Einen Streitwagen. Und einen davon. Und sobald wir die beiden haben. Ja. Anwählen, jetzt ist mal hier doch ein rein. Ich gehe lieber sicher. Ich hoffe, wir können sie gleich wieder rausschmeißen. Ihn setzen wir auch nach dort. Geschwindigkeit mal ein klein bisschen runterdrehen kurzzeitig. Steuern. Loyalität dort. Ne, wir nehmen die Steuern natürlich. Ich weiß nicht, warum wir ihn reich machen sollten. Diplomatie. Krieg erklären. Verbündeten bitte mitmachen. Und okay, bestätigen. Geschwindigkeit kurz einmal wieder runterdrehen. Er rennt runter zu unseren Verbündeten. Umso besser für uns. Dann können wir hier oben in Ruhe einfach erobern. Und unser Verbündeter prügelt sich mit ihm. Hat eh mehr Einheiten wie er. Den sollte eigentlich nicht das Problem sein, dann hier zu gewinnen. 20% haben wir schon. 16 Grad bis runter. Kriegsvorschlag abgelehnt. Unsere Interessen, wir haben ihnen gesagt, dass sie sich zum Teufel scheren können. Ja, meinetwegen. Verbündete rufen. Würden sogar mitmachen. Lass mal gut sein. Moment mal, mit wem bin ich denn? Achso, die kommt mich nur hier unten, alles klar. Ja, ach ja, was mir auch einfällt, was auch neu ist, es gibt gar nicht mehr diese Technologie. Jetzt kann man hier die Stammesmitgliederproduktion erhöhen, Sklavenproduktion, Korruption senken. Es wurden 2 Bewohner gefangen genommen, die einermaßen als Sklaven verteilt wurden. Besiegelt. Ast rein, 2 Sklaven haben wir bekommen. In der Provinz. Jetzt erobern wir noch das letzte, beziehungsweise einmal schauen, ob wir schon den Frieden bekommen. Jawohl. So, unsere Feinde verbannt die Elite. Der Rest ein Schwert in der Hand. Warum nicht? Machen wir das mal. Habe ich noch nie gemacht. Und sie können wir auswählen. Kann man sie wieder entlassen? Ja, geht. Wunderbar. Neue Handelsfragen. Wen nehmen wir von beiden? Nehmen wir sie. Haben wir jetzt hier unten auch wieder. Hier haben wir auch wieder Handelsrouten. Wunderbar.
Oder sind das die gleich? Achso, die zählen zu dem mit. Wenn wir jetzt unter Entscheidungen schauen. Ich wollte ja Sachsen vereinen. Da fehlt mir jetzt nur noch hier oben die kleine Ecke. Dann haben wir wirklich Sachsen. Ich gehe auf Bevölkerung. Ich sag Bevölkerungswachstum ist immer gut. Ich meine, macht ja unser deutscher Staat hier auch. Bevölkerung muss steigen. Ist natürlich wirtschaftlich und alles andere. Bringt einem da viele Vorteile, je mehr Bevölkerung man hat. Und deswegen versuchen wir das hier auch, die Bevölkerung zu erhöhen, soweit es geht. Oder so schnell es geht. Auch wenn wir hier oben echt ein Problem haben. Ich sage ja, wenn ich hier unten bei Rom schaue. Rom, haben wir hier. 48 Bevölkerung von 96. Und wir haben gerade mal irgendwas mit 7 oder 8. Gesetz zum heiligen Status. Loyalität. Beliebtheit. Ja, warum auch nicht. Ein illoyaler Charakter. Achso, der ist eben Knast. Hat 38 Gesundheit. Ja, warten wir noch ein bisschen, dann können wir ihn auspeitschen. Dann stirbt er da dran. Aber wir können auch direkt hinrichten. Ja, aber unsere Tyrannei muss mal ein bisschen runtergehen. Wir ihn freilassen. Nein, wir lassen ihn nicht frei. Wir lassen ihn einfach im Knast versauern, bis er drauf geht. Gut, das war jetzt schon mal recht erfolgreich. Ich meine, auch wenn ich es nicht wollte, dass wir es neu starten müssen. Und jetzt durch den Patch neu starten mussten, hier die ganze Serie. Konnte ich jetzt wenigstens was Neues zeigen und wir haben irgendwie einen besseren Verlauf wie vorher. Ja, ich hoffe, es macht trotzdem Spaß hier zuzuschauen. Das ist alles ein bisschen abgehackt zwar dadurch, aber tut mir leid. Ich meine, was sollte ich machen? Der Spielstand war nicht mehr ladbar. Ey, die Reiche, die werden immer riesiger hier hinten. Ich weiß nicht. Ah, die gewinnen bestimmt auch. Denke ich. Ja, wir werden es gleich sehen, ob das Reich auseinanderfällt oder ob es noch größer wird. Ich meine, hier den haben sie schon fast besiegt. Haben aber mehrere Kriege, wenn man sieht. Rom ist auch schon stark. Hat sich auch schon um einiges erweitert. Die genauso. Und auch die hier. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht so schnell im Patch, dass wir wieder hier irgendeinen komischen Spielstand nicht mehr laden können. Das fände ich sehr ärgerlich. Ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann machen wir morgen hier weiter. Oder ich lasse noch ein paar Jahre wieder erst weiterlaufen. Und schalte dann wieder ein, wenn wieder was passiert oder mir was Neues auffällt, was man so machen kann. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.